Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Mind. Auf das, was in uns geschieht, kommt es an, behauptet diese Serie. Ich freue mich sehr, dass ich, jetzt habe ich den Dirk Grundmann. Richtig. Entschuldigung. Ja, Dirk Grundmann heute bei uns ist. Er arbeitet in der Klinik Im Leben in Greiz. Einer Klinik dort, wo auch zum Teil sehr schwer kranke Menschen behandelt werden und verführt werden, wieder ins Leben zurückzukommen. Sie sind dort als Heilpraktiker tätig und haben, wie viele Gäste, die hier in das Studio kommen, einen spannenden, interessanten Lebensweg hinter sich. Was war Ihr erstes Leben, mit dem Sie sozusagen in den Beruf gestartet sind? Ja. Genau, also mein erstes Leben, also bevor ich Heilpraktiker wurde, das hat im Sport stattgefunden. Ich war also viele Jahre, eigentlich über 20 Jahre, als Trainer unterwegs für die Bob- und Skeletonfahrer, also im Wintersport. Ja. Und habe auch hier schon erste Verbindungen eigentlich gefunden zur mentalen Bedeutung. Also nicht nur die körperliche Fitness, die natürlich schon im Vordergrund steht, ganz klar, aber auch Dinge wie Konzentrationsfähigkeit oder auch Motivationsfähigkeit sind halt ganz wichtig. Ich hatte damals, das weiß ich noch, schon relativ frühzeitig, da war an Heilpraktiker noch gar nicht so zu denken, begonnen, eine Ausbildung für die Ohrakupunktur zu machen. Und das fand ich sehr spannend, wie sich im Ohr eigentlich alle Punkte des ganzen Körpers auch abbilden und wie man dort, natürlich muss man ein bisschen gucken, ne, wo was ist, aber wie man dort eigentlich sowohl auf der körperlichen Ebene als aber auch für Entspannung, für emotionale Geschichten und so weiter sehr viel erreichen kann, auf relativ einfache Art und Weise. Ne, so ein bisschen desinfizieren, wissen, wo die Nadel rein muss. Das Spannende ist ja auch bei der Ohrakupunktur, man tastet ja vorher die Punkte ab und die druckschmerzhaft sind, das sind eigentlich die, wo die Nadel rein muss. Also man hat auch gleichzeitig so ein bisschen Diagnostik dabei. Welcher Punkt tut denn heute weh? Ist es jetzt eher so vielleicht das Knie oder ist es mehr die Schulter? Also das war recht spannend und ich habe auch hier schon mit einigen Sportlern gearbeitet in der Ohrakupunktur und das war erstaunlich, was man doch für positive Effekte hatte. Ja, und dann habe ich die Ausbildung zum Heilpraktiker noch parallel zu meiner sportlichen Tätigkeit gemacht und bin jetzt seit 2004 in der Klinik Im Leben als Heilpraktiker und dort insbesondere für den Bereich der Diagnostik zuständig. Wir haben ja dort eine recht spezielle Diagnostik. Also Diagnostik, das verbindet ja jeder damit, dass man sagt, okay, ich möchte wissen, ist bei mir irgendwas kaputt, ist irgendwas krank und so weiter. Also so eine pathologische Diagnostik, das machen wir nicht. Da hätten wir jetzt auch gar nicht die Möglichkeiten. Was wir machen, das ist so eine Funktionsdiagnostik. Also wir fragen, wie funktionieren denn bestimmte Abläufe im Körper, ohne dass da was defekt, kaputt, pathologisch sein muss. Und das ist ganz wichtig, weil wir sind ja als Klinik ein Zentrum für integrative, naturgemäße Medizin. Und da brauche ich natürlich auch konkrete Ansatzpunkte. Wie kann ich denn beispielsweise den Körper, der eine Erkrankung hat, auch entsprechend positiv beeinflussen und an welcher Stelle setze ich an. Ja, also nicht mit der Gießkanne, sondern einfach wirklich, dass man schaut, an welchen Punkten macht das jetzt Sinn. Und dafür haben wir eine spezielle Diagnostik bei uns in der Klinik. Wir fassen das als Biocheck zusammen, kommen wir vielleicht nochmal drauf, um hier also die entsprechenden Informationen zu kriegen. Aber es geht ja eigentlich nicht nur um Patienten, es geht ja auch um einfach mal zu schauen, wie fit bin ich denn eigentlich. Also für mich ist immer so ein Beispiel, mit dem Auto fährt jeder regelmäßig zur Durchsicht. Warum? Weil er möchte, dass das morgens immer anspringt, wenn er zur Arbeit muss. Wie ist das mit dem Körper? Da machen wir das nicht. Da gehen wir eigentlich, wenn wir krank sind, zum Arzt. Boom. Also wir warten, bis das Auto kaputt ist. Macht im normalen Leben kein Mensch. Hier eignet sich eben auch der Biocheck insbesondere, um einfach mal zu schauen, okay, wo gibt es denn Schwachstellen? Wo kann ich denn für mich etwas tun? Ist natürlich immer eine Frage, möchte ich das? Ist halt schade, dass sicherlich, vielleicht will ich sagen, ein Großteil oder viele sagen, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und alles andere ist für mich jetzt nicht relevant. Ich glaube, hier möchten wir auch vermitteln, wie wichtig es eigentlich ist, etwas für sich zu tun. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt bei diesem Biocheck und es wäre halt gut, wenn das noch mehr Menschen auch erkennen würden. Ja. Mhm. Also wir Männer sind ja durchaus sehr umsichtig bei der vorausschauenden Pflege unserer vierrädrigen Lebensbegleiter. Und für uns selbst, das ist ja auch eine Frage der Wertschätzung. Mhm. Ja, also
mancher Hund, manches Auto wird besser behandelt als man selber von sich, beziehungsweise manchmal auch in der Partnerschaft. Also dass wir dort eher extensiv auf Verschleiß fahren. Und das ist natürlich auch wieder eine Frage des Bewusstseins, also des Selbstwerts, der Achtsamkeit. Denn viele, die, also es gibt den saloppen Begriff, ab 50 endet die wartungsfreie Zeit. aber da ist genau der Punkt auch, ab 40 beginnt der geordnete Sinkflug. Ich halte zwar noch die Geschwindigkeit, aber wenn ich nichts tue, werde ich Bodenkontakt, sprich Probleme bekommen. Und das ist natürlich eine Einladung auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt nicht ängstlich hinzugehen, aber wir haben vor kurzem eine Zahnärztin hier gehabt. Dort gibt es ja den Jahres- oder zweimal im Jahr den Check, wo man einfach schaut und die Alternative eines künstlichen Gebisses oder dergleichen ist so schön abschreckend. Ist erstaunlich, dass das im Bewegungsapparat auch in unserer Leistungsfähigkeit so nicht so im Vordergrund steht. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Ja, ich glaube, wenn es die eine Erklärung gäbe, dann wäre das einfach. Aber das, was Sie sagen, spielt, glaube ich, eine große Rolle. Dieser Stress, der einen vom Alltagsgeschehen her so gefangen hält, dass man eigentlich verlernt hat, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also oftmals ist es ja auch so, dass bei den Patienten, die wir haben, mit chronischen Erkrankungen bis hin zu Tumorerkrankungen, eigentlich in der Anamnese immer wieder auch rauskommt, ich hatte eigentlich auch nie Zeit für mich. Yeah. Ich hatte immer viel um die Ohren, ich hatte viele Probleme, die ich nicht lösen konnte und so weiter. Also ich glaube schon, das ist ein wichtiger Punkt, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Und was jüngere Leute betrifft, wenn Sie fragen Selbstwertgefühl, das ist sicherlich ein Problem. Selbst auf die Frage, wie hätten Sie es denn gern, kriegt man keine Antwort, weil es dort keine Vorstellung gibt. Ja, also man weiß nicht, was man eigentlich möchte im Leben, ist aber unzufrieden. So, also wie soll das funktionieren? Und da komme ich jetzt auch wieder zu den Tumorpatienten. Dort ist es natürlich oftmals auch so, dass man oftmals als, naja, oder sagen wir mal, zwei Schritte zu spät vielleicht zu uns kommt. Und dann der Meinung ist, wenn ich jetzt ein paar Sachen einnehme, dann wird sich das sicherlich schnell ändern. So, und dort ist eben auch nicht das Verständnis da, dass allein eine Einnahme oder allein die Anwendung von Therapien sicherlich für den Körper gute Arbeitseinleitungen sind, gute Baustoffe liefert und so weiter. Aber das Ganze muss jemand umsetzen. Ich sage zu den Patienten immer, es nützt auch nichts, wenn sie ihr Bad neu fließen wollen. Fließen da, Fliesenschneidmaschine da, Kleber da. Aber es macht keiner, weil keiner Zeit hat, in dem Fall der Körper. Weil der Körper einfach durch den Stress so gefangen ist, auch im Sympathikusbereich, also in dieser inneren Anspannung, dass der Körper gar nicht in der Lage ist, diese Dinge umzusetzen. Und das nimmt halt bei uns auch einen ganz wichtigen Platz mit ein, ne? Dass man einfach schaut, wo steht derjenige, auch im mentalen Bereich, im emotionalen Bereich, in der Stressbalance und so weiter, dass wir hier auch einmal über verschiedene Tests das herausfinden, aber auch über Gespräche bis hin zu energetischer Platz, SOL-Hypnose und so weiter, was also einen wichtigen Stellenwert einnimmt, um vielleicht Dinge, die auch blockieren, den Körper überhaupt in die Regulationsfähigkeit wieder reinzukommen, dass man den wieder dorthin führt. Und Regulation, das klingt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen abgedroschen, aber so dahingesagt, ne, Regulation kann ich eigentlich für alles sagen, aber das ist schon so. Wenn der Körper nicht in der Lage ist, entsprechend auf Reize oder Dinge zu reagieren, dann wird es eben nicht funktionieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der also bei uns an der Tagesordnung ist in der Klinik. Also mein Bild ist für Männer bevorzugt wieder. Stellen Sie vor, das Gaspedal ist zu drei Viertel reingedrückt, fixiert. Da ist ein Schraubenzieher drin. Und Sie können nur noch mit der Bremse versuchen zu regulieren. Viel Spaß durch die Stadt. Ja, also das, diese Regulationsanpassungsfähigkeit brauchen wir. Also wir müssen tagsüber wird es hell, nachts wird es dunkel. Das bedeutet eine immense Anpassungsnotwendigkeit. Und wenn die verloren geht oder die Lenkung klemmt, also oder ein anderes Bild, dass man sagt, man fährt 180 auf der Autobahn mit festgebundenem Lenkrad.
es geht so lange gut, wie keine Kurve auf der Autobahn kommt. Ja. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass das jedenfalls möglich ist und so ähnlich wie beim Zahnarzt es sinnvoll ist, einfach nachzuschauen, wo man ist. Genau. Es gibt ja viele Vorsorgeuntersuchungen beim Augenarzt, Glaukom, also dieser grüne Star. Auch Manager sollen einmal im Jahr sich bei ihrem Herz-Kreislauf-Doktor melden und zu sehen, wie die Regulation auf diesem Bereich funktioniert. Mhm. Und es gibt in ganz vielen Ebenen solche Möglichkeiten. Und da muss man auch nicht unbedingt immer, es hängt ein bisschen von der Situation ab, in der vielleicht jemand ist. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine Familie, da hatten viele Krebs, mir geht es eigentlich gut. Was würden Sie dem zum Beispiel empfehlen, was er für sich tun könnte? Naja, da wäre schon so ein Bio-Check zu empfehlen. Es gibt natürlich meines Wissens keine Untersuchung, die sagt, Sie werden jetzt nie Krebs bekommen. Mhm. Also das wäre schön, aber das können wir auch nicht leisten. Also das geht auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber wir können natürlich durch verschiedene Testverfahren wie Dunkelfeldanalyse, dass man schaut, wie sieht es mit dem Säurebasenhaushalt aus, dass man schaut, wie ist der emotionale Status, also im vegetativen System, Balance zwischen Sympathikus, Parasympathikus, also Leistungs- und Erholungsbereitschaft und Fähigkeit des Körpers. Dass man also so ein Check macht, wo ich am Ende weiß, wo stehe ich denn mit meinen Körperfunktionen. Genau. Denn letztlich Tumorerkrankungen sind ja über einen langen Prozess entstehend. Also der Tumor an sich ist ja eigentlich nur das Symptom, was ich dann sehe von einer langen Verkettung unglücklicher Umstände, nennen wir es mal so salopp. Mhm. Das ist eigentlich wie der Eisberg, der aus dem Wasser schaut und wo ich sage, oh, hier gibt es Eisberge. Und wenn ich die Spitze abschlage, dann kann ich nicht sagen, hier gibt es keine Eisberge. Na, ich sehe sie nur im Moment nicht. Und das ist eigentlich schon die Möglichkeit, die man hat. Aber da greift eben wieder die Situation, dass das die wenigsten sind, die letztlich sagen, ich nutze das auch, diese Möglichkeit. Yeah. Ja. Na, es gibt schon verschiedene Gene, die auch Onkogene müssen angeschaltet werden. Mhm. Ne? Und es gibt so auch im ganzheitlich medizinischen Bereich den Satz, also Krebs liebt Sauerstoffmangel, Übersäuerung, schlechte Immunlage, blöde Stimmung, Süßes und Fleisch. Und wenn dann noch ein Trauma dazukommt, kann es kippen. Also das leuchtet sozusagen eigentlich fast jedem ein. Mhm. Und da hat man schon eine Menge Arbeitsmöglichkeiten für sich was zu tun. Und man kann das natürlich messen. Also es gibt diesen herrlichen Film, Die Geschichte des Badens. Kennen Sie das? Nee. Ja, also das ist so ein einstündiger Film. Bei YouTube kann man sehen, der Sprecher ist etwas langweilig. Aber da werden die Geschichte der Jungbrunnen dargestellt. Was schon bis in das ganz frühe Christentum, also dort werden einfach Basenbäder genommen. Und der Jungbrunnen war also 4 Wochen lang jeden Tag 8 bis 9 Stunden in Basenbad zu sitzen und sich sonst verwöhnen zu lassen. Die sind alle ihre Leiden losgeworden. Also wie wichtig dieser Teil ist und was man da, also und Sie können es sehen, also im Dunkelfeld die Goldrollenbildung, die ganzen Schlacken, die drinne sind. Und wenn man die sieht und hinterher nicht mehr sieht, fühlt man sich besser. Also es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten oder unausgeglichene Elektroakupunkturverteilung. Im Ohr sind ja jeweils immer die Abbildung des gesamten Körpers. Ja, also Sie haben es gerade angesprochen, das ist schon so. Im Dunkelfeld kriege ich halt sehr viele frühzeitige Hinweise. Dunkelfeld klingt immer so ein bisschen mystisch. Es ist halt nur eine bestimmte Beleuchtungsart am Mikroskop, die es ermöglicht, dass ich das Blut nicht anfärben muss. Es lebt also, wenn ich es mir anschaue. Und ich habe halt trotzdem ein sehr kontrastreiches Bild. Sehr also die roten Blutkörperchen, die weißen. Kann sogar dort die Eigenbewegung der weißen Blutkörperchen sehen. Ja. Und das ist immer ein recht guter Gradmesser für die Spontanaktivität des Immunsystems. Ja. Also wie schnell kann mein Immunsystem auf aktuelle Anforderungen reagieren? Das ist eine Geschichte, die kriege ich mit dem quantitativen Blutbild nicht raus. Da schaue ich halt, wie viel habe ich von den einzelnen Blutbestandteilen. Das ist sicherlich auch wichtig. Aber in Kombination dazu, so eine Vitalblutanalyse macht halt viel Sinn. Bei der Elektroakupunktur zum Beispiel bekomme ich natürlich raus, wo gibt es Stresssituationen, in welchen Organsystemen, wo sind Instabilitäten in der Arbeitsweise da. Und was ich halt machen kann, neben einer Toxintestung, kann ich auch verschiedene Naturmittel austesten. Ja. Also hier kann ich wirklich sagen, wenn einer kommt, der ein Darmproblem hat,
mit welchen Mitteln ich das ausgleichen kann. Mhm. Es gibt ja wahnsinnig viele gute Darmmittel auch. Ja. Aber jetzt zu wissen, was braucht derjenige, das sehe ich dem ja nicht an. Ja. So, und jetzt zu sagen, da fangen wir mit dem an, weil das hat bei den meisten geholfen, ist natürlich ein bisschen Roulette auch. Also kann man verschiedene Naturmittel austesten. So machen wir es auch. Also alle Patienten, die bei uns sind, bekommen dann praktisch einen 3-monatigen Einnahmeempfehlungsplan für zu Hause, wo diese Dinge ausgetestet sind und wo genau pro Woche steht, was jeden Tag eingenommen werden soll. Mhm. Und Basis ist dort auch immer eine Ausleitung und eine Entgiftung. Ja. So, und wichtig halt auch, das wissen sicherlich auch nicht alle, wenn im Frühjahr in der Fernsehzeitung dann immer wieder die große Entgiftungskampagne losgeht. Wir entgiften mal, das ist ja prinzipiell erstmal richtig. Mhm. Aber ich muss natürlich wissen, dass das, was der Körper entgiften soll, das muss er auch ausscheiden können. Ja. Ja, ich kann auch nicht meinen Dachboden ausräumen, laufe zur Straße runter und dann stelle ich unten fest, ich habe ja gar keinen Container bestellt, das fährt ja gar niemand weg. Also muss ich wieder hochräumen. So ähnlich ist es im Körper, nur dieser Mehraufwand, den der Körper dann jedes Mal leisten muss, das wird er natürlich nach und nach nicht mehr machen, weil er sagt, mit der Entgiftung, das ist ja jede Menge Stress, mache ich nicht mehr. Das heißt, mein Körper wird immer weniger auf solche Reize auch reagieren und dann komme ich eben in so eine Regulationsträgheit bis Regulationsstarre auch rein. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, den Menschen auch zu vermitteln. Ja. So. Also in der klassischen Medizin werden ja durchaus auch Regulationsversuche gemacht oder auch im psychotherapeutischen Bereich mit Augen, Bewegung, Traumata aufgelöst. Also immer was wehtut oder sich schwierig anfühlt, klebt fest, kann man, glaube ich, energetisch so sagen. Und man kann das auch messen. Also es gibt für mich zum Beispiel auch mit der Elektroakupunktur Funktionsmessung, wo jemand sich zunehmend vergegenwärtigt seinen Konflikt. Also eine Frau, die immer hypertone Krisen hatte, war in Sorge um ihren Sohn, der der Spielsucht erlag. Und sie hatte noch einen ausgeglichenen Herzmeridian. Und je mehr sie sich dort hineinsteigerte, ging das auseinander. Positiv, negativ, zerriss ihr das Herz. Und sie hatte einen Blutdruck von 230 zu 130, was gefährlich ist. Mhm. Und seitdem sie das wusste, hat sie keine Krisen mehr gehabt. Also diesen Zusammenhang zwischen funktionellen Problemen, den emotionalen Geschehen in uns und dann natürlich auch, also viele Alterskrankheiten sind Versottungskrankheiten, also wo wir einfach zugemüllt sind. Das ist ein wunderschönes Beispiel, ne? Also dann ist eben der Boden vielleicht aufgeräumt, aber das Ganze staut sich im Treppenhaus und sie kommen nicht mehr raus an die frische Luft. Und das sind aber Bilder, die man, glaube ich, schon auch verstehen kann. Sie machen ja auch jährlich im Normalfall Fortbildungstage, wo viele sehr schöne und auch für das interessierte Publikum wertvolle Vorträge angeboten werden, wo das einfach auch erklärt wird, was halt ist. Richtig, so, ja. Also wir haben dieses Jahr im November geplant, diese Fortbildungslehrgänge für Mediziner, für Heilpraktiker, für Interessierte. Das, denke ich mal, werden wir auch hinkriegen, dass wir das machen können. Wir hätten ja im nächsten Jahr wieder auch den Kongress in Greiz. Müssen wir schauen, wie wir das machen, wissen wir noch nicht so genau. Eventuell machen wir es bei uns im Haus, dass wir dort uns vielleicht mal eine neue Struktur einfallen lassen. Aber das ist immer eine sehr gute Geschichte, weil man dort einfach mal so auf recht breiter Basis so ein Feedback nach außen geben kann. Das ist schon sehr gut, ja. Ja. Also auch hier wieder die Ermutigung, im Grunde genommen gut für sich zu sorgen und das Angebot, dass man da methodisch eine ganze Menge machen kann. Also das finde ich ist einfach ganz wichtig. Und Sie als Sportler, wo es ja auch um Leistung geht, ist ja auch genau da das Konzept dort im Hochleistungsbereich. Aber das Prinzip gilt natürlich fürs gesamte Leben. Also wenn ich als Sportler sehr viel erreichen möchte, also Jürgen Klinsmann, früherer Nationaltrainer, der hat zusammengearbeitet mit dem Gehirnforschungsinstitut in Stuttgart-Feuerbach und dort für den Ausgleich von linker, rechter Hirnhälfte gesorgt und einen sechsklassigen Verein innerhalb von 3 Jahren 3 Klassen höher, sind immer weiter aufgestiegen. Und es wurde auch in der Nationalmannschaft eingesetzt. Also diese Funktion, es führt. Sie haben auch Mentaltraining gemacht, zu hoher Leistung. Und das Prinzip gilt natürlich für jeden Menschen. Man muss nicht unbedingt jetzt Olympiasieger werden wollen.
Aber wenn die vier Räder des Autos synchronisiert arbeiten, kommt einfach mehr raus, als wenn es nur der rechte Vorderreifen macht. Naja, letztlich auch der Olympiasieger, der bringt nicht ständig diese Leistung, die ihn vielleicht zum Olympiasieger geführt hat. Also auch hier schafft eigentlich nur der den Sieg, der auch die richtige Balance kennt zwischen hartem Training und Erholung. Sportliche Leistung baut sich auch nur auf einer Belastung und der dazugehörigen Kompensation und Anpassung auf. Das vergessen halt viele und das kann man aber auch ins normale Leben mitnehmen. Also nicht immer nur die Höchstleistung ist es. Meistens laufen wir nur auf Höchstleistung. Ja. Letztlich Dinge, die uns beruflich abgefordert werden, familiär etc. Aber dieses Denken an sich, diese innere Balance, das geht halt oftmals verloren. Ja, und wenn ich dann Patienten habe, gerade bei der Elektroakupunktur eben, ist es manchmal nicht möglich, die zu testen, weil so eine Regulationsstarre da ist. Dann sagen die, ja, wie Stache, so, ich mache doch eigentlich den ganzen Tag und so, ich habe doch zu tun. Ja, ihren Körper geht es genauso. Ja, der hat auch einen ganzen Tag zu tun und sagt im Moment eigentlich, ich mache nur noch mein Tagesgeschäft. Ich kann nicht nach links und rechts schauen, da müssten Fenster geputzt werden, da müsste das gemacht werden. Schaffe ich nicht. Geht ihnen wahrscheinlich auch so, weil sie im Stress sind. Und dort den Körper wieder rausbringen und einfach diese Balance zu finden, das ist halt die Voraussetzung für alles. Und das wünsche ich mir halt, dass die Menschen das auch verstehen. Ja. Ne, das ist halt, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Denn oftmals kommen wirklich Patienten zu uns, die der Meinung sind, jetzt nehme ich was ein und dann muss aber besser werden. Und wenn es nach 14 Tagen nicht der Fall ist, naja, das mit der Naturheilkunde, das bringt ja auch nichts. Ja, das ist... Also es ist wie so, mit im Auto wieder ständig mit Kickdown zu fahren, sich an das laute Geräusch zu gewöhnen und dann sich beschweren, dass der Benzinverbrauch zu groß ist. Oder anders ausgedrückt, vom Dringlichen zum Wesentlichen. Also leistungsfähige Manager werden ja eingeladen, dass sie mindestens 40% ihres Tages nicht mit Tagesordnungspunkten belegt sind. Das ist die Voraussetzung, um kreativ zu bleiben. Und wenn das also Top-Manager für sich so sehen, Günter Netzer war so jemand, der das auch gelebt hat, also ein früherer Fußballer, dann ist das ein Prinzip. Also wenn wir mehr als 50% uns von außen gesteuert empfinden, ist das eine Fremdbestimmung, die, wenn man von außen nur bestimmt wird und keinen kreativen Anteil mehr hat, zur Krankheit führen muss. Weil wir innerlich die Information haben, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du machst ja schon viel, aber schön wird es nie. Aber dort sind halt die meisten. Ja, und dann ist die Frage, willst du dort bleiben? Ja. Solange es läuft, ja. Ist dann sicherlich oftmals die Einstellung. Ja, du sollst nicht merken. Ne? Aber das ist eine ganz wichtige Entscheidungsfrage, dass man, also Verführung zu sich, also zu dem, was man sein kann. Und bist du mehr als eine funktionierende Maschine? Genau. Wollten Sie als Partnerin diese Maschine heiraten? Also bei Frauen hat man manchmal noch eher den Zugang, weil sie durchaus Sinn für Kommunikation und für auch vielleicht romantische Stunden haben. Aber das ist ja nichts für sie, nicht wahr? Romantik, das kostet ja nur Zeit, ne? Ja, also dass man, also das finde ich schon ganz, da geht es wirklich in die Wertproblematik hinein. Und ich lasse mich benutzen. Auch in schwierigen Arbeitssituationen. Ich erlaube das. Ja. Nee, das ist ein spannender Punkt. Sie haben ja vielfältige Möglichkeiten an der Klinik. Wie sieht dort der Alltag aus, dass man, also wenn man etwa jemanden hat, den man zum Beispiel über eine Aktivierung der körperlichen Betätigung erreichen kann, ist das schön, wenn der Mensch in der Depression sitzt und früh morgens nicht aus dem Bett kommt, was kann man da tun? Wie läuft das in Greiz? Also was für uns, glaube ich, eine sehr zentrale Stellung auch therapeutischerseits hat, das ist die Fiebertherapie. Yeah. Also nicht jetzt zwingend die aktive Fiebertherapie, aber die passive, also die Hyperthermie, die also der Manfred von Ardenne mal entwickelt hat in Dresden. Wir hatten jetzt erst seinen Sohn bei uns. Er hat dort interessanten Vortrag gehalten und auch noch so eine neue Liege für uns mitgebracht. Also Fieber ist ja immer Verbesserung der Arbeitsumstände im Körper.
Natürlich einmal fürs Immunsystem, um dort ein gutes Training zu haben, aber letztlich auch verschiedene andere Prozesse, Entgiftung, Entschlackung, Regulationsprozesse und so weiter, werden dort angekurbelt. Übrigens oftmals auf die Frage, sind Sie denn ein Fiebertyp zum Patienten? Ne? Haben Sie denn mal Fieber gehabt? Wann das letzte Mal? Weiß ich nicht, manche gar nicht und manche weiß ich nicht vor 10 Jahren. Ist ja eigentlich eher schlecht. So, und mit der Hyperthermie, glaube ich, kann man hier sehr komplex dem Körper gute Impulse geben. Ja. Muss ich natürlich öfters machen, also nicht einmal und dann sagen, das ist jetzt für die Ewigkeit alles. Aber vielleicht 6, 8 Anwendungen mit einem gewissen Abstand zueinander, je nachdem, wie weit ich weg bin von Kreuz und so weiter, können eigentlich sehr komplex positiv Veränderungen im Körper auslösen, auch prophylaktisch. Also nicht nur, wenn ich dort irgendein Problem habe, sondern auch prophylaktisch ist das eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, etwas für sich zu tun. Gerne auch in Kombination mit einer Kolonhydrotherapie, dass ich also speziell nochmal etwas für die Entgiftung im Darmbereich mache. Das ist eigentlich so ein Therapiepunkt zusammen mit so einer Einnahmeempfehlung für zu Hause, wo man, glaube ich, sehr gut etwas für sich tun kann, auch jetzt vorausschauend prophylaktisch. Wenn ich mit einer Erkrankung komme, dann ist sicherlich dieser Biocheck, also diese Summation verschiedener Funktionstests wichtig, um zu wissen, okay, an welcher Stelle kann ich den Körper denn unterstützen, der diese Erkrankung hat. Darum geht es ja eigentlich. Also wir integrieren uns ja da in andere Standardtherapien oder laufende Standardtherapien und so weiter. Aber wir fragen ganz einfach nicht nur nach dem pathologischen Zusammenhang, der sicherlich ganz wichtig ist, sondern auch, wie geht es denn dem Körper, der das Ganze hat. Und wenn ich den natürlich in eine bessere Position bringen kann zur Erkrankung, dann habe ich auch etwas gewonnen und kann sicherlich auch für mehr Stabilität sorgen. Das ist ja oftmals wichtig, gerade wenn es Operationen gibt und so weiter. Dann ist es ja oftmals mit der Operation an sich nicht getan. Ich muss ja auch schauen, wie kann ich den Körper wirklich dazu befähigen, diese neu gewonnene Situation stabil zu halten. Und das ist halt ein wichtiger Ausgangspunkt, der Biocheck. Und dann sind es halt entsprechende Erkrankungen, die verschiedenen Therapieverfahren. Bei Tumorerkrankungen kommen dann sicherlich neben den erwähnten noch die lokalen Behandlungen dazu, die Onkothermie oder die Elektrokenzertherapie, die Gleichstrombehandlung, wo ich also dann auch noch gezielt Tumorgewebe schädigen kann und hier entsprechend natürlich auch den Heilungsverlauf mit unterstützen kann. Ja. Also gerade in der Kombination, das ist für mich schon auch manchmal sogar erstaunlich, Tumorzellen unterscheiden sich ja in wesentlichen Faktoren von normalen, gesunden Zellen. Also sie haben zum Beispiel einen ganz anderen Stoffwechsel, also Glykolyse, nur ein Achtel des Energiegewinns im Vergleich zur normalen Verbrennung in der Zelle. Und sie haben zum Beispiel einen ganz geringen elektrischen Widerstand. Ja. Wenn man also einen oberflächlichen Hauttumor hat und dort einfach nur Gleichstrom durchfließen lässt, sind ja Elektronen, übrig bleiben H+-Ionen, das ist Salzsäure. Und diese Tumorzellen, einfach, dass der Strom durchfließt, werden sozusagen so im pH-Wert verändert, dass sie absterben. Und meistens ohne Narbenbildung. Also fast. Also es gibt wunderbare Eigenschaften, die in der Kombination, in der Behandlung extrem gut ansprechen. Und eben bei dem niedrigen Energielevel dann eine Hyperthermie bedeutet ja, eine hochschwangere Zelle, die nichts anderes vorhat, als Kinder zu kriegen, auf einen Marathon zu schicken. Die fallen um wie die Fliegen. Und das ohne, dass die gesunden Zellen da wesentlichen Schaden nehmen. Also das sind einfach Situationen, wo ich auch wirklich Tumorpatienten mit 32 Jahre Bauchspeicheldrüsenkrebs, ein großer Herd und ein großer Herd in der Leber, über viele Jahre völlig symptomfrei, sogar mit erfülltem Kinderwunsch, weil nur ganz geringe Chemotherapiedosen in dem Fall notwendig waren. Also da gibt es ganz viele Dinge, die gerade integrativen Medizin, also in dem Zusammenwirken dieser Methoden, wirklich zusätzliche Ansätze bilden. Und in der Prophylaxe, da können wir sind auch graue Haare, die wartungsfreie Zeit könnte sozusagen formal vorbei sein, dass wir dort genau schauen. Denn wenn wir in Frieden von dieser Erde scheiden dürfen, werden wir an unseren Nadelöhren scheitern. Und die kann man mit dem Biocheck sehr früh erkennen und einfach mal die Engen ein bisschen nachweiten, dass wir im Fluss bleiben.
Schön. Also das ist, die Klinik im Leben kann man im Internet gut finden. Und ich darf einfach aus kollegialen Veranstaltungen sagen, dass es dort ein sehr angenehmes, wertschätzendes Klima gibt und mit den Menschen gesprochen wird und sie auch letztlich verstehen, was bei ihnen gut geht und was nicht. Man kann als Patient auch ein schönes Buch, glaube ich, dort mitbekommen. Ja, wo einfach diese Zusammenhänge, die wir jetzt sicherlich nur anreißen konnten, nochmal in einer verständlichen Art dargestellt sind. Ja. Gerade wie geht es gesunden Zellen, wie geht es Tumorzellen, auch mit diesem veränderten Stoffwechsel und so weiter. Was kann ich also tun, damit ich hier Veränderungen treffe, auch was kann ich prophylaktisch tun. Also beides geht dort gut zusammen. Das Buch ist auch nochmal jetzt erweitert worden um den Zahnbereich. Also oftmals gibt es ja dort auch Störherde im Zahnbereich. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten dort für eine Veränderung zu sorgen, ohne dass jetzt der Zahn gleich raus muss. Das geht ja auch nicht immer unbedingt, dass ich alle Zähne mir sofort ziehen lasse. Aber diese Problematik ist hier, denke ich, auch nochmal gut dargestellt. Und so wie Sie es gesagt haben, ich glaube, die Klinik im Leben ist jetzt nicht das klassische Krankenhaus, wie man es kennt, sondern es ist wirklich ein Haus, wo der Patient auch im Mittelpunkt steht. Also wo man sich um den Patienten kümmert, indem man sich einfach auch Zeit nimmt, indem man einfach auch Zeit hat, mit demjenigen zu sprechen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein Patient weiß, was passiert mit mir hier eigentlich, was wird gemacht. Er muss das verstanden haben, muss auch ein gutes Bauchgefühl haben. Also nicht, man hat mir ja empfohlen, ich soll mal hier hinkommen, jetzt bin ich da, jetzt macht mal was mit mir. Haben wir auch solche Fälle, aber die muss man dort abholen, wo sie stehen. Also man muss schon am Ende so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was passiert hier eigentlich. Und ich glaube, da haben wir in der Klinik sehr gute Möglichkeiten, weil es halt einfach auch mal eine andere Umgebung ist, als man es jetzt vielleicht aus einer Klinik an sich kennt, mit einem Gästehaus dabei und so weiter. Es hat also einen ganz anderen Charakter. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und die Dinge, die wir eigentlich am Patienten umsetzen möchten, wo wir dem Patienten helfen wollen, dass er dort wieder in eine andere Richtung kommt und diese Richtung auch stabil für sich dann zu Hause weitergehen kann, haben wir, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen. Ja, es gibt, glaube ich, auch Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, also dass die Leute dann auch dort, wo sie leben, weiteren Kontakt haben können mit Menschen, die sie da auf diesem Weg weiter begleiten. Genau, das ist uns ganz wichtig, dass halt es dann auch für die Patienten zu Hause weitergeht. Genau. Ja, dass man weiß, okay, die und die Möglichkeiten habe ich und ich habe verstanden, dass ich etwas für mich tun muss und vor allem, was ich tun kann für mich und wie es funktionieren kann. Das ist eigentlich unser wichtigstes Anliegen, dass derjenige versteht, wie funktioniert das denn in mir drin. Ja. Also, dass diese Möglichkeit zu verstehen, was geschieht in mir, dass man das tatsächlich herausfinden kann, nicht unbedingt immer mit einem Röntgenapparat oder mit einem EKG, sondern mit Methoden, die die Funktion sichtbar werden lassen, auch objektivierbar sind, dass man da vorbeugend und auch in schwierigen Situationen eine Menge tun kann. Wenn das heute deutlich geworden ist, dann ist das gut und freut mich. Danke für Ihr Kommen heute. Sehr gern. Danke für Ihr Zuschauen und wenn Sie möchten, bis zu einem nächsten Mal. Auf Wiedersehen.